Fuck. Es gibt keinen, der so fresh reactet. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Freunde, ihr wisst ja, ich habe mal bei den Salzburger Bulls Football gespielt und ich habe dann eine Zeit lang gespielt, bis ich dann eben keine Zeit mehr hatte. Zeit hat man nicht, Zeit macht man sicher, aber das war so, ich habe dann andere Prioritäten gesetzt, sprich ich habe Fitness in der Prioritätenliste weiter nach oben verschoben. Da steht nämlich ganz oben Fitness und Ernährung und das beansprucht natürlich sehr viel Zeit, wenn ich noch gleichzeitig für euch hochqualitative Videos rausballern möchte, informative Videos und recherchieren und so weiter, Studien lesen. Und deswegen nimmt das Ganze sehr viel Zeit in Anspruch. Deswegen habe ich das Hobby dann, also American Football bei den Salzburger Bulls dann eben unterlassen müssen. Ich habe einen Aufnahmetest gemacht, als erstes bei uns in der Nähe im Dorf, weil ich mir dachte, so bin ich überhaupt gut genug. Habe dann dort, also will jetzt nicht angeben, Freunde, aber da die besten Zeiten hingeklatscht, sprich bei den 20-Meter-Sprints hin und her sprinten und so weiter, ihr wisst Bescheid. Und dann dachte ich mir so, ja, dann fahre ich gleich mal nach Salzburg und probiere es mal bei den Salzburger Bulls, ob ich da ankomme. Und habe dann da ein halbes Jahr mittrainiert, Freunde. Aber das Problem war einfach, ich bin da immer extrem lang hingefahren, zurückgefahren, hatte selbst kein Auto und hin und her. Und das Problem war einfach, es war zu zeitintensiv, ne? Für das, dass es nur ein Hobby war und deswegen habe ich mich dann entschieden, nein, ja, eigentlich, ich lebe für Fitness, ich muss da 100% drauf geben, weil es hat dann einfach in meinen Trainingsplan nicht oft nicht reingepasst und so weiter und ihr kennt mich ja, ich lebe für Fitness, deswegen hatte das Priorität Nummer 1. Aber macht unheimlich viel Spaß, also extrem nice und heute, Freunde, schauen wir uns die heftigsten Football-Hits ever an. Also die härtesten und heftigsten Football-Hits, die es jemals gegeben hat. Und da bin ich jetzt gespannt, was wir da sehen. Weil, Freunde, ich bin da auch einige Male getackelt worden, beziehungsweise habe einige Male getackelt und es war einfach zu krass. Also es war zu krass. Das sind Schmerzen. Du bist dann einfach kurz mal weg, Lichter aus, zack, ausgeknipst und denkst einfach so, was ist denn hier los, Brudi? Aber, Freunde, schau mal, was da los ist. American Football, die härtesten und heftigsten Hits. Gut, let's go. Seid ihr ready? Let's go. Gleich mal weg. Wenn ihr sowas seht, das ist unglaublich heftig. Also das ist so heftig, wie es aussieht. Ja, das ist so heftig, wie es aussieht. Boom. Here comes the... Das sind alles Maschinen, vergesst das nicht. Komplette Qualitätsmuskulatur. Die sind alle flexibel, stabil, schnell, Geschwindigkeit, Kraft, da ist alles da. Und wenn die richtig zusammenkrachen, beziehungsweise da knallt's, da knallt's, da gibt's einen Krater im Boden fast. Fuck! Einfach noch gleichzeitig hier mit der Musik. What the fuck? Sobald man den Ball hat, darf man tackeln, Freunde. Darf man tackeln. Ah, es ist so heftig. Es ist so heftig. Boom. Wisst ihr? Es ist heftig. Es ist nur noch heftig. Oh, shit. Ah, Knockout. Aber da sind sicher auch einige Hits dabei jetzt hier bei diesem Video, Freunde, die mehr als nur ein bisschen gegen die Regeln verstoßen. Bin mir sicher. Also davon gehe ich stark aus. Boah, der Helm fliegt. Es ist so heftig. Freunde. Oh. What? Motiviert wieder extrem. Ich sag, motiviert extrem, dass ich da wieder mal eine Runde spiele. Also, fuck. Fuck.
Wisst ihr, Freunde, der Receiver, er konzentriert sich einfach auf den Ball, er konzentriert sich da auf den zu fangen und er sieht schon im Winkel, dass da der Gegner kommt, ja, und der Safety zum Beispiel und er fängt den Ball und wumm, in der gleichen Sekunde fliegt er weg. 400 Meter, 500 Meter, 1 Kilometer, fuck. Das ist heftig, das ist heftig. Wow, wie er einfach durchläuft. Wie er den... Holy moly. Es ist schon heftig. Es ist so ein krasser Sport. Also, Rugby ist ja auch extrem heftig. Ist ja das Nächste. Ja, Freunde, wenn ich das sehe, da habe ich richtig Bock zu spielen. Richtig Bock. Das war ja schon ein Wrestling-Trick. Das war schon ein Wrestling-Move. Der Helm ist weg. Yo. Freunde, aber eins ist schon klar, was ich mir manchmal so denke. Ich habe da mal gehört, da gibt's, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber dass durch die ganzen Crashes, dass da irgendwas, habe ich da mal gehört, dass die irgendwie so später mal so Krankheiten bekommen und vielleicht auch mal Suizidgedanken oder so bekommen. Oder täuscht mich das? Dass da viele Stars oftmals ein bisschen depressiv werden oder so. Ja, dass das irgendwie so aufgrund der ganzen Tackles und so weiter mit den Köpfen ist. Also es ist schon, gesund ist was anderes. Gesund ist was anderes, das ist ganz klar. Das ist ganz klar, da brauchen wir nicht diskutieren. Also der Song allein macht schon mal 10.000 Mal besser das Video. Was war das für ein Tackle? Nochmal. Wie er auch mal richtig so mit dem Kopf voran reinfliegt. Check das mal aus. Das ist crazy. Das ist nur noch crazy. Also das ist nur noch crazy, Freunde. Einfach mit einer Hand. Einfach mit einer Hand. Freunde, was für ein Video. Also ich muss schon sagen, ist heftig. Also ich weiß nicht, also gesund ist was anderes. Krasses Video. Wenn ich mir die Hits anschaue, denke ich mir einfach so, fuck, sind ja alle Türen zu, sind alle Fenster zu. Nicht, dass da plötzlich irgendwo von irgendeiner Richtung da plötzlich mich jemand tackelt. Da kommt man richtig Angst, wenn man sich das gönnt. Heftig, aber krasses Video. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und der Song dazu. Oder Freunde, was meint ihr? Schreibst du mal rein. Da macht's doch doppelt so krass. Krass. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation? Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.